und herzlich willkommen zurück zu einer neuen weiteren Folge von Dragon City. Ja, und heute, ja, sind sie da spontan aufgetreten. Übrigens, vielen lieben Dank für die super tollen Kommentare, die unter dem letzten Dragon City geschrieben worden sind oder gekommen sind. Es waren sehr gute Tipps. Um ehrlich zu sein, bin ich da auch selber nicht drauf gekommen oder habe erstmal überlegt, mache ich das? Lohnt sich das überhaupt? Denn es geht ja um dieses hübsche Ding hier, dieser göttliche Pass. Da haben einige geschrieben, dass es sich lohnt, die Erweiterung zu kaufen oder Premium-Belohnungen, ehrlich gesagt, die Premium zu kaufen, denn man kriegt mega coole Preise. Was ich hier auch merke, denn ich gucke hier, kriege ja am Ende einen richtig epischen, legendären Drachen. Wäre sogar cool, wenn ich hier einen kriegen würde, den ich vielleicht schon mal, den ich nicht habe. Ja gut, die Titanendrachen haben wir alle schon. Aber vielleicht hier so einen relativ coolen Drachen, ne? Also, es lohnt sich mega. Vielen Dank nochmal, wirklich. Ich meine, ich habe mich da schon mal beschäftigt selber. Aber ich habe erstmal überlegt, lohnt sich das überhaupt? Ich meine, habe ich erstmal nicht gemacht. Aber hinterher, es lohnt sich doch wirklich. Man kriegt mega, zum Beispiel müsste ich jetzt nochmal die Erweiterung kaufen, um 300 Kugeln von diesen hohen aufgestiegenen Obersterdrachen zu kriegen. Aber ich mache jetzt erstmal den ersten Schritt und gucke mir das erstmal an. Aber ihr habt recht, es lohnt sich. Es ist relativ gut vom Preis her aber auch. Und wirklich, also man kriegt hier einen richtig coolen Drachen. Den werden wir auch heute machen. Und zwar ist es der hier, der Arkane Eremit-Drache ist es der. Den habe ich für euch heute vorbereitet. Der ist schon fertig. Es gab noch ein paar weitere hübsche Drachen am Start. Und ja, ich bin immer so offen. Ich weiß nicht, ob die das mitbekommen hat. Ich hoffe mal schon. Es gab gestern wieder ein Happy-Hour-Angebot, wo man Drachen herbeirufen konnte. Und da habe ich mir einen ganz besonderen ausgesucht, den wir hoffentlich in der nächsten Folge dann den ich in der nächsten Folge dann euch zeigen kann. Der wird mega. Natürlich muss der erst herbeigerufen werden und dann noch ausgebrütet werden. Ich schaue mal, wie das Ganze so wird, ob es bis zur nächsten Folge reicht von der Zeit her, und wenn nicht, dann wird er in der übernächsten Folge kommen. Okay, dann fangen wir erstmal an. Also heute haben wir auch zwei Besuche. Und wir werden auch ein bisschen kämpfen, also ein bisschen, ne, was anderes. So, ich gehe mal hier. Na, hallo, du sollst hier hin. Wir haben ein paar hübsche neue Drachen bekommen, sehr gut, was ich auch relativ cool finde. Es hat sich wirklich gelohnt, um ehrlich zu sein. Und einige brüten noch aus. Wir fangen natürlich mit den Arcana Eremit Drache an. Seltenheit legendär, Elementkombination ist Natur, Rein, Schönheit, das weiß ich sogar selber. Und ja, Terra, was ich relativ eine gute Kombination finde. Der sieht doch recht cool aus, finde ich. Und Fähigkeiten ist, er trifft mehrfach und stiehlt allen Gegnern Lebenspunkte. Die Fähigkeit hört sich, glaube ich, relativ gut an. Ich habe mir übrigens auch das Video von It's Dread TV angeguckt. Das war sehr super. Ne? Ein großes Lob an dir. Und das ist super, dass du auch wieder dabei bist. Ja, ich habe jetzt mir gedacht, ich mache das jetzt anders. Denn das letzte Video, da habe ich mir ein bisschen Musik reingepackt. Aber leider war diese Musik leider zu laut. Ja, das liegt darin, dass ich nicht sehr viel Musik auf meinem Handy habe. Dementsprechend habe ich da nicht so eine große Musikauswahl, denn ich kriege sehr viele Lieder einfach nicht auf mein Handy drauf, wo ich das Video halt mache, beziehungsweise aufnehme und schneide. Da es viel besser läuft, wenn ich mit einem Tablet mache, das funktioniert vielleicht auch, aber irgendwie funktioniert das. Deswegen habe ich überlegt, mache ich einfach mal einen ganz normalen Dragon City Account, Dragon City Musik einfach wieder rein. Wenn es dann jetzt ein bisschen zu laut ist, dann mache ich es mir nächstes Mal ein bisschen leiser. Ich kann es euch jetzt ein bisschen leiser stellen. Nur damit da einfach irgendwas ist, dann, damit da irgendwie ein bisschen, ne, noch Musik dabei ist. Weil sonst ist es, glaube ich, nicht ganz so gut. Okay, Arcana Observierung ist schon mal trainiert. Und die macht auch übelsten Schaden. 2000. Also an Angriffen. Das ist, glaube ich, relativ gut, was ich da sehe. Okay, es gibt nur zwei Entwicklungen. Baby Skin und Erwachsene, der mittlere Teil fehlt einfach. Aber, ne, It's Red TV, das war ein mega
gutes Video, was ich finde. Und durch dich habe ich auch sehr viel mehr gelernt. Durch diese speziellen Fähigkeiten, dieser speziellen Drachen. Ja, dementsprechend vielen Dank. War auch ein relativ cooles Video. So, dann habe ich den Feuerfrostdrachen gekriegt durch eine Tour dadurch. Ja, hier sieht auf jeden Fall auch relativ cool aus. Und von dem Flügel her sieht das mega cool aus. Ich werde jetzt nicht alle auf Stufe, machen wir mal Stufe 30. Aber sieht auch cool aus. Elementkombination ist rein Licht, Feuer und Eis. Passt auf jeden Fall sehr gut zu diesem Drachen. Finde ich auch sehr gut. Okay, Reinenergie ist relativ hoch gepusht. Das heißt, die wird dann richtig krassen, wird richtig Angriffen machen. Nuklearschlag ist auch super. Lichtschwert und Eisdornen sind da nicht ganz so gut. Aber man kann die auch trainieren. So, das interessiert mich jetzt nicht. So, dann habe ich noch geschenkt gekriegt den Kai-Kroko-Drache. So eine Art, Dinosaurier-artiger Drache. So ein bisschen jetzt, nicht so 100%, aber sieht schon ein bisschen aus wie ein Dinosaurier. Eigenschaft oder Elementkombination ist Licht, ist rein, ist Natur und ist Wasser. Ja, passt ganz gut zu ihm. Rein hat mal wieder richtig guten, Lichtstern, das ist auch eine gute Attacke. Also der hat schon mal sehr gute Angriffe, besser als der davor. Der hat zwei gute und dann zwei mittelmäßige. Der hat auf jeden Fall relativ gut. Und wenn man die dann noch dementsprechend trainiert, denke ich mal, dass er schon macht. Okay, wir haben den Brautdrachen. Den Brautdrachen habe ich nicht gemacht. Hä? Oh nein. Ist er. Ja, ich merke gerade selber, dass ich den Lebensraum platziert habe. Aber dann verkauft. Und dann verkauft habe. Ja, weil ich gedacht habe, für wen brauche ich den denn jetzt? Ja, für den Brautdrachen leider. Schönheit und Chaos. Das ist sehr gut jetzt, Strategy wieder. Da hast du mir auch ein bisschen geholfen. Ich muss echt mir noch den ganzen angucken. Ja. Das heißt, den Lebensraum darf ich nochmal eben schnell platzieren. Und der wird jetzt wieder dauern. Ja, 4 Stunden. Aber vielleicht können wir das anders machen. Wir platzieren den ganz mal kurz hier hin. Und platzieren ganz... Nein, den Brautdrachen da ganz kurz hin und leveln den. Damit wir den zumindest auch schon mal gemacht haben. Ja. Ich hab's ja... Ich hab das einfach gebraucht. Also war nicht besonders clever. Ich bin ein bisschen an Futter sparen für den Fall der Fälle. Weil ich jetzt schon wieder, das kann ich euch gerne auch mal zeigen, also ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege, aber ich krieg's anscheinend hin. So, die tauschen jetzt wieder. Der Brautdrache bekommt den Platz, sobald der Lebensraum fertig ist. So, ich weiß nicht, wie ich das wieder hingekriegt habe. Okay, den Arcana Eremit Drache können wir sogar auch stärken, was ich gut finde. Ich habe perfektes Timing. Ich habe zuerst den Drachen gekriegt und dann noch zusätzlich noch Kugeln, sodass wir den, ich glaube, auf 2 Sterne hochklatschen können. Das ist gut. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist... Kann ich das jetzt hier nicht zeigen? Ja, bei den Vermächtnisdrachen habe ich schon tatsächlich den schon wieder bekommen, habe den auf Stufe 40 gelevelt und wieder zurückgesendet. Also... Ich bekomme den sehr häufig, also ich züchte immer noch. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich weiß doch gar nicht, warum, aber anscheinend möchte ich ihn auf volle Stufe hochklatschen. Ich weiß nicht, warum, aber ich tue es jetzt einfach. So, dann holen wir uns ganz schnell noch die Preise ab. Wir bekommen jetzt erstmal 10 Edelsteine und dann von da oben 50 Edelsteine. Also es lohnt sich mega. Vielen Dank nochmal an die tollen Kommentare und das lohnt sich einfach, das lohnt sich mega. Also das finde ich eine sehr gute... Oh, guck mal, kann ich ja gleich machen. Dann kriege ich dementsprechend auch wieder. Das lohnt sich mega. Guck mal, jetzt gleich kriegen wir noch dementsprechend drei jeweils Kugeln von der Roten Drachen. Und da kriegen wir noch einen VIP-Truhe mit einem hübschen Drachen. Es wäre sehr schön, wenn ich... der Winterphönix, den finde ich ja übelst hübsch.
Oder den hier, den Rätseldrachen. Den gefällt. Warte, habe ich den Rätseldrachen? Warte, wir gucken mal. Rätsel. Haben wir den Rätseldrachen? Nein, den haben wir nicht. Das wäre super, wenn ich den kriegen würde. Weil den finde ich vom Design her übelst schön. So, jetzt machen wir ganz kurz hier mal. Ach, perfekt. Können wir hier kämpfen? Ich glaube nicht. Oh, okay, gut. Dann können wir nicht. Schade. Aber auch cooles Team, ne? Du bist hier ein bisschen hochleveln. Gut. Wir kämpfen jetzt erstmal hier. Erstmal. Nein. Ups. Erstmal ist der hohe Esther Richard Drache dran, damit er auch komplett voll gestärkt ist hier. Ne? Dementsprechend da. Das Tollste ist, man kriegt auch hier als Kugeln. Ne? Was ich auch relativ cool finde, zwar nicht so viele, aber immerhin. Und wenn man Glück hat und durch eine Truhe dann auch noch Kugeln kriegt, dann kann man das relativ schnell stärken, wie man merkt bei dem Vermächtnis. So, haben wir das schon mal gekämpft. Es gibt zwei neue Inseln, die gucken wir uns mal ganz kurz an. Es gibt einmal die Unterwelt-Gala. Unterwelt-Gala. Achso, okay. Was ich... Jo. Hier kann ich noch einmal den Hexenzirkeldrachen holen. Joa, geht gar nicht mal so schlecht. Oh, der sieht auch schön aus. Was ist das denn? Ein Maraka-Drache. So ein bisschen karnevalmäßig geht da in eine Richtung. Und dann haben wir noch den ältere Lohendrache. Okay, der sieht cool aus. Der sieht richtig episch aus. Den finde ich cool. Aber leider kriege ich den, glaube ich, nicht. Ich glaube, den kriege ich nicht. Aber wir haben hier noch einen epischen. Chemisenkleiddrache. Ja. Auch schön. Aber mir gefällt der davor. Das finde ich auch krass, aber da bin ich nie hingekommen. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und dann gibt es noch eine sogenannte Puzzle-Insel. Da kann er so ein paar Preise gewinnen. Also jetzt können wir den Tanzdrachen und als epischer Preis kann man den... Na, hallo, da. Den Avant-Gerade-Drachen. Ja, der sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Seht der hier? Relikthüterdrache. Auch nicht schlecht. Also der werde ich noch ein bisschen puzzeln, denke ich. Aber ich glaube, das mache ich dann offline. Da wir jetzt noch ganz schnell die Besucher machen wollten. Oder zuerst. So, ah ja, da muss ich ein bisschen weitermachen. Aber gerade brüten da gerade. Ich kann euch schon mal sagen, was als nächstes kommt. Und zwar kommt der aufgestiegene Gottheitdrache. Den habe ich auch gekriegt. Den finde ich auch übelst cool. Ich glaube, ich habe schon einen Platz. Ja, ich habe ja hier einen Lebensraum platziert. Genau, da ist er ja. Oh, geil. Oh, Rabatt. Das mache ich, glaube ich, gleich. Komm, das machen wir jetzt. Zack. Wir haben uns jetzt hier... Nein, später. Kann ich das mit... Wollte ich gerade... Okay, das war schon echt viel. Oh, ja. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal anfangen, jetzt weniger Futter anzubauen und mehr Gold zu sparen. Jetzt habe ich. Aber es geht relativ schnell. Also das geht relativ schnell. So, jetzt machen wir die Besuche eben schnell. Habe ich das jetzt überhaupt richtig aufgeschrieben? Ich habe mich ganz kurz da verschrieben. Ich mache mal ganz kurz so. So. GDMX. Ja. Hier, glaube ich, hier müsste das sein. Ah, guck, da ist er ja. Schöne Allianz. So, da ist er ja. Der gute Speedy auf 47. Level 58. Gar nicht mal so schlecht. Oh, das finde ich auch sehr schön gemacht. Das finde ich passt relativ gut zusammen mit Rhein und Wind. Das passt aber auch sehr gut zusammen. Auch schön, ja. Aber man sieht auch, dass du noch ordentlich Platz hast. Ah, guck mal, die Inseln hast du noch nicht. Aber man sieht, dass du noch ordentlich Platz hast. Und was ich auch gut finde, dass du schön auf dem Platz...
Oh, jetzt geht's richtig los. Der hohe, heroische Drache dreimal gestärkt. Meine Güte. Der hohe Tarndrache, der hohe Schatzdrache, der hohe Overlord-Drache, der hohe Nestdrache. Herzlichen Glückwunsch. Der auch schon mal, auch wenn das ein bisschen her ist. Aber, ne? Der hohe Kometendrache und der hohe aufgestiegene Oberster-Drache und einmal sogar gestärkt. Sehr schön. Hoher positiver Drache, hoher Arkan-Drache, hoher Kronos-Drache und hoher Sieben-Drache. Auch nicht schlecht. Drei Horn, auch nicht schlecht. Was ist das? Der sieht ja auch cool aus. Elektronendrache. Arkanturen. Oh, Sturmbringer-Drache, den finde ich auch sehr schön. Ein sehr, sehr schöner Drache. Hey, Arcana Eremit-Drache. Hey, ich hab den jetzt auch. Und ich kann den sogar jetzt gleich noch stärken, sobald der eine fertig ist. Nee, aber um ehrlich zu sein, du hast mega gute, richtig geile Drachen. Und du hast auch schon relativ sehr viele heroische Drachen, merkt man. Also ich glaube, jetzt ist es relativ, in dieser Zeit, denke ich, sehr, sehr einfach, heroische Drachen zu kriegen. Wenn man die auch durch diese Angebote, die Dragon City gibt, diese Happy-Hour-Angebote, wo man weniger Kugeln braucht, um mal die reichlichen, ja, ne, diese anderen Kugeln, Extra-Kugeln oder die Joker-Kugeln benutzt, dann kann man dementsprechend auch schnell einen heroischen Drachen herbeirufen. Na, wie gesagt, ich habe euch gezeigt, welche als nächstes drankommen in der nächsten Folge. Und wenn diese eine ganz besondere Drache auch in dem Moment fertig wäre, das wäre super, dann könnte ich ihn auch auf jeden Fall euch zeigen. Aber eine sehr, sehr schöne Insel. Ich wünsche dir alles weitere viel Glück und viel Glück beim nächsten Heldenrennen. Ich hoffe, dass du gewinnst. Dann hättest du schon mal einen ordentlichen Drachen, eine ordentliche heroische Drachensammlung. Das wäre klasse. Aber wie gesagt, ich werde euch hier nicht spoilern. Ich lasse euch überraschen, wer da kommt. Ich bin so happy, dass ich den jetzt auch habe. Der gefällt mir richtig gut. So, dann kommt jetzt der nächste Account, beziehungsweise die nächste Allianz. Wenn er mich mal hier... Ach, das ist ein Y. Ich sehe das gar nicht da. Deswegen. Nee, das soll ein U sein, ne? Doch ein V. Okay, ja. Okay, alles gut. So. Einfach klassischer Name ist... Hä? Doch nicht die Allianz? Da ist die Allianz. Hello everyone, welcome to our club. Every player should be online and no apps... Absishing in Chats. Okay, bin mal gespannt, was du für ein... Und klassisches Wort, klassischer Name einfach Deutsch. Bin ich sehr... Mein Gott, wie viel Platz hast du denn hier? Hast hier schön viel Platz... Ach so, guck. Du hast hier schön viel Platz eingespart, merke ich gerade. Okay, jetzt geht's gerade ein bisschen... Aber du hast dir sehr, 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 sehr viel Platz gespart. Sehr viel, das merkt man. Das ist gut. Das finde ich richtig gut, was du da machst. Okay, der hohe Blutmunddrache, der hohe Druidendrache, der hohe Gezeiten. Die drei. Ja, finde ich auch relativ ein gutes Team. Mal gucken, was du da noch dabei hast. Gesundheitstrankdrache, auch nicht schlecht. Oh, Wüsterdrache, sehr gut. Sturmbringerdrache, hey, der Rätseldrache. Den muss ich unbedingt haben. Den finde ich so schön vom Design. Nee, jetzt mal ohne Witz. Du hast auch relativ sehr hübsche, auch sehr starke Drachen, was ich sehr gut finde. Ja. Ich finde auch, dass du relativ eine hübsche Sammlung hast und du hast so viel Platz gespart, was ich gut finde. Mach so weiter, denn es wird... Bei mir ist es auch problematisch. Okay, jetzt durch dieses Angebot habe ich mir jetzt eine neue Insel gesetzt. Übrigens, kurze Zeit vorab schon mal. Sehr, sehr schöne Insel. Ich wünsche dir alles weitere Glück in dem Spiel, in den Dragons, in deinem Account. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du beim nächsten Heldenrennen, da muss ein richtig geiler, heroischer Drache kommen, dass du den gewinnst. Weil das finde ich super. Dann hättest du mich auch noch einen weiteren heroischen Drachen, der dir dann auch hilft. Weil ich finde, die helfen extrem.
So, also durch diese Insel hat mich das... Ich meine, ich habe jetzt zwar ein bisschen, also mega viel Platz. Ich packe das hier schon mal hin. Ich möchte auch mega viel Platz sparen, dementsprechend. Ja, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich dann jetzt weniger Futter anbaue. Dass ich dann erstmal sehr, sehr viel... Ja, Gold sammel wieder. Ach, das habe ich ja schon gestärkt, genau. Ja, und aktuell bin ich schon Level 90. Also ich bin nicht mehr lange weit entfernt. Okay, weit entfernt ist ein bisschen übertrieben. In der Zeit können wir ja ein bisschen kämpfen. Ich denke, ein bisschen Zeit haben wir dann noch. Würde ich sagen, machen wir hier... Jetzt muss ich das annehmen. Ich wollte eigentlich jetzt gerade sagen, ich möchte ein Video gucken. Aber es geht leider nicht. Weil dann habt ihr so einen schönen Trailer da drin oder so ein hübsches kleines Videochen über irgendein Spiel. Ja, ich lasse jetzt mal den Arkan-Drachen drin. Also ein bisschen kämpfen können wir, denke ich, noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich will die Videos auch nicht allzu lang machen. Also 2-3 Kämpfe können wir ja machen. So, Magnastimme. Oh, One-Shot gemacht. Leider hat er die hübsche Fähigkeit dann auch drin. Okay, ich wechsle lieber, damit mein Kämpferdrache dann nicht beim nächsten Schlag hier direkt stirbt. Das wäre nämlich schade. Was macht denn hier mehr Schaden? Aber ja, meist reine Energie. Das macht bei dem wohl am meisten Schaden. Okay, dann haben wir für so einen Superdrachen. Das mache ich auch reine Energie. Ja, den müssen wir jetzt haben. Zack. Sehr gut. So, denke, ein Kampf. Komm, ein Kampf machen wir noch. Nicht, dass ich möchte dieses Video ungern 30 Minuten halten, weil das wäre einfach zu lang. So, was mit hier natürlich ein bisschen schade ist, dass sie jeweils nicht so viel Schaden alle machen, die ganzen Attacken. Aber ich meine, er ist sowieso schon relativ mit meinem stärksten Drache. Okay, der hat wieder die schöne Fähigkeit drin. Oder wie nennt man Vorteile? Okay, Vorteile. Das finde ich übelst nervig. Ich habe leider keinen mehr, sonst hätte ich den bei mir reingepackt für meinen hohen Kämpferdrachen. Das würde gut passen. Okay, jetzt haben wir einen klaren Nachteil. Er hat jetzt Genau. Okay, der hat One-Shot-Down gemacht. Also nicht instant, aber... Er hat leider dieses Urelement, was ein bisschen blöd ist. Okay, jetzt hat er einen Titan-Drache. Machen wir erstmal reine Energie. Müssen das Ding wegmachen. Ja, dann setzen wir unseren Dark Destroyer und hoffen, dass er One-Shot-Down macht. Was er auch tut. Was ich gut finde. Ich hoffe, dass es soweit passt mit dem Sound hier. Wenn es ein bisschen laut ist, kann ich in der nächsten Folge ein bisschen leiser stellen. Ganz ungefähr, wann ich es eingestellt habe. Dementsprechend kann ich das dann auch ändern. So, dann würde ich auch sagen, ja, guck, jetzt muss ich hier warten, weil ich kann ja gleich nochmal ein bisschen kämpfen. So, wie gesagt, vielen Dank für die tollen Kommentare. Das war übrigens eine sehr gute Idee. Ich werde das auch weiterhin machen, weil dadurch kriegt man so coole Drachen, was mir ein bisschen fehlt, leider. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend in Monster Hunter World weiter. Ich habe da schon einen Plan, wie ich das mache. Dann werde ich den Basic Jules jagen und dann, ja, dementsprechend gucken, wie es dann da so weitergeht. Ne? Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, ein Abo da, falls euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend wieder. Und morgen kommt der Stream. Wie gesagt, da werde ich die T-Rex-Rüstung fahren. Ja, allerdings weiß ich immer noch nicht, warum meine Stimme nicht zu hören ist, weil ich habe das so eingestellt, dass man meine Stimme hört. Vielleicht muss man das in YouTube extra einstellen. Ich weiß es leider nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, weil das wäre echt super, wenn ihr mir dabei hilft. Okay, vielen Dank. Also bis heute Abend, beziehungsweise bis gleich. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.